Als das Haus 100 Jahre später Gedenkstätte wurde, platzte es schon bald aus allen Nähten. Denn der Schillerkult lockte Pilger aus nah und fern in den Wallfahrtsort Marbach, der zu einer Art Bethlehem am Neckar geworden war. Mit dem Geburtshaus als Krippe, an der man dem Dichter Gott huldigen wollte. Angesichts des Ansturms besann man sich auf jenen Hügel zum Huldigen, auf dem bereits das Denkmal des Angebeteten stand. Hier sollte Schiller aus der Hütte seiner kleinbürgerlichen Herkunft in den Palast eines Dichterfürsten einziehen. Es war für uns spannend, diese Dinge, die durch diese Dichterverehrung überliefert sind, ernst zu nehmen in jedem Bereich und zu sagen, so, die sind jetzt nicht umsonst da. Die gehören nicht umsonst zum kulturellen Gedächtnis der Deutschen, sondern wenn wir es verstehen, sie auf eine besondere Weise zu behandeln, dann klingen die auch oder sie fangen sogar zu sprechen an. Sie erzählen nicht unbedingt Geschichten, aber sie geben was preis von dieser Zeit. Und wir haben das dann in den Ausstellungsräumen versucht, so umzusetzen, dass die Räume immer ganz klare Raumbilder haben. Das ist ein Unterschied zu früher, da gab es einfach Vitrinen und wir haben versucht, jedem Besucher schon beim Eingang in den Raum deutlich zu machen, um was es hier geht. Um Schiller und seine vielen Gesichter geht es in diesem Raum, der über 50 Porträts zeigt. Vom ersten Scherenschnitt bis zu seinen Totenmasken. Wohl kein anderer Dichter ist so oft ins Bild gesetzt worden wie er. Keiner zog eine solche Bilderflut nach sich. Jeder Künstler hat sich seinen Schiller erschaffen. Da gibt es den sensiblen Melancholiker oder den ungestümen Feuerkopf mit wehender Mähne und offenem Hemdkragen. Aber wie er nun genau ausgesehen hat, der Dichter Gott, das wissen letztlich nur die Götter. Selbst mit seinen legendären Locken ist es so eine Sache. Für die neue Ausstellung hat sich Stefanie Kato durchs Archiv gewühlt, wo sie zu ihrer Überraschung nicht nur auf bislang unbekannte Texte stieß, sondern auch auf ein reichhaltiges Sortiment an Schillerlocken. Blonde, braune, rote, frisch gewaschene und unappetitlich fettige fielen ihr in die Hände. Ein ganzer Friseursalon schlummerte da inmitten des Literaturarchivs. Das ist der Sohn von Schiller, der älteste Sohn, der hier ganz fein säuberlich eine Haarlocke auf ein Papier genäht hat und dann in schöner Schrift hier eben drunter geschrieben hat, dass diese Haare von Friedrich Schiller sind, bekundet der älteste Sohn desselben. Dann auch hier mit Datum versehen und Ort Stuttgart 1855 und dann eben unterschrieben, sodass dieses also recht glaubwürdig wirkt. Dann haben wir aber auch solche, die keine Echtheitsbestätigung haben. Und wo man auch nicht genau weiß, wer sie gesammelt hat, wer sie aufbewahrt hat, wer sie letztendlich abgeschnitten hat, können dann auch so ganz anders aufbewahrt sein. Hier etwas, etwas gröber verpackt, sage ich mal, in einer herausgerissenen Buchseite. Ja, da wissen wir jetzt gar nichts zu von der Herkunft her. Aber auch die ist aufbewahrt worden, ist in den Nachlass geraten und ist auch ein Beispiel für dieses Phänomen des Sammelns von Dichterlocken. Hier nochmal ein weiteres Exemplar. Das Gegenteil davon. Ganz einzelne, feine Haare nur, die hier mit diesem grünen Band zusammengeknotet wurden. Hier sind auch noch Siegelreste, also vermutlich war das hier dann auch mal dran geheftet. Und darunter steht dann ganz korrekt
aus einer Locke Friedrich von Schillers. Also da geht es natürlich so weit, dass man nicht mehr wirklich sagen könnte, dies ist eine komplette Locke, wie auch immer sich die Fülle einer Locke definiert. Aber hier wurde also ganz korrekt und bescheiden angegeben, dass dies also aus einer Locke von Friedrich Schiller ein paar feine Haare sind. Eine schnöde DNA-Analyse könnte Klarheit in die schillernde Lockenpracht bringen. Doch das will man hier gar nicht. Denn wo bliebe da die Poesie des Rätselhaften, des Uneindeutigen, das jeden Mythos umgibt? Dass Dichtergötter nicht einfach vom Himmel fallen, sondern auch mal klein anfangen, zeigen Beurteilungen der Militärakademie. Unreinlichkeit wirft man Schiller vor und verfrörte Füße, für die er nun wirklich nichts kann. Aber sein Geist lässt hoffen. Urteilt langsam, aber gut. Immerhin. Ein frühes Gedicht an einen Freund findet sich auch. Es reimt sich aber nur auf Schwäbisch. Auf ewig bleibt mit dir vereint der Arzt, der Dichter und dein Freund. Unter den Manuskriptfragmenten finden sich auch seine letzten Verse. Es sind ergreifende Zeilen eines Mannes, der noch im Sterbebett durch und durch Poet ist und gegen das nahende Ende andichtet. Ich habe nichts als mein Gebet und Flehen. Das schöpf ich glühend aus der tiefsten Seele. Das send ich gläubig in die Himmelshöhen. Wie eine Heerschar send ich's dir entgegen, die Tränen alle, die ich nächtlich weinte.